Class 142 Einführung. Willkommen zu dieser Class 142 dieselmechanischen Triebzugeinheit in der British Rail Provincial Blue Lackierung. Diese kurze Einführung behandelt die grundlegenden Bedienelemente, das Anhalten sowie das Einsteigen der Fahrgäste. Ja. Sie werden viel Zeit im Führerstand verbringen, also steigen Sie ein und legen Sie los. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich von der Class 142 hier von Just Trains, die mit der Strecke Blackpool Branches erschienen ist, beziehungsweise je nachdem, wann ihr dieses Video seht, erscheinen wird. Und ja, das ist unser Dieseltriebwagen aus UK, ein Schienenbus, wenn man es genau nimmt. War früher mal tatsächlich als Modell, als Bus unterwegs und wurde dann im Grunde genommen umgebaut zu einem Zug. Also, ja, interessant. Bevor Sie an Bord gehen, müssen Sie die Tür über die Außenklappe öffnen. Machen wir. Beginnen Sie mit dem Einstecken des Türschlüssels. So. Dann das Öffnen und hier auf Öffnen. Schließen und Schlüssel wieder rein. Einmal rein. Betreten Sie die Class 142 und aktivieren Sie das Zugbegleiterbedienpult der Tür, indem Sie den Schlüssel einstecken und... Machen wir. So, danke. Nachdem Sie das einmal den hier rein und hier Close. Tafel zu. Und Schlüssel wieder rein. Genau. Also. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz, ja, wenn Sie bereit sind. Mache ich. Ich bin bereit, aber vorhin noch einmal hier den Innenraum gezeigt vom Zug. Also, ne, das hier ist ein Bus gewesen. Wir können uns auch natürlich hier reinsetzen. Und jetzt mittlerweile als Zug unterwegs wurde, umgebaut. Und so sieht der Wagen von innen aus. Und ich muss sagen, ich finde es sehr schön. Das Modell ist sehr gut gelungen. Achso, die Tür ist zu. Ja. Also, Modell ist sehr, sehr gut gelungen. Und alles Weitere gucken wir uns jetzt genauer an im Führerstand. Also einmal rein, Tür zu und hinsetzen. Einmal den Generalschlüssel auf ein. Dann hier Signalleuchten werden verwendet, um andere in ihrer Umgebung darüber zu informieren. Einmal hier Zugspitze. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen. Passt schon. Sehr schön, klingt auf jeden Fall sehr gut mit dem Makro. Wir haben hier, können hier den Fahrdienstleiter aktivieren, beziehungsweise anrufen. Hier AWS und sowas haben wir natürlich auch alles. Bringt uns jetzt nichts hier auf dem Trainingsgelände. Na, einmal die Klappe wieder zu. Rechter Scheibenwischer. Jawohl, das ist die Bremse und das hier ist unser Zugkraftsteller. Instrumentenbeleuchtung können wir anschalten, genau, Türen zu, wir können hier das Caplight an- und ausmachen, Zugzielbeleuchtung, nutzen Sie den Richtungswender, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Führerstandsheizung, Zugbegleitersignal, süß, Scheibenwischer und wir können natürlich, wo denn, da können wir Zugzielsignale einstellen. Das bringt uns natürlich nichts hier auf dem Testgelände. Ist noch ein bisschen weiter. So, ja, Leads. Packen wir einfach mal Leads rein. Dann einmal den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Bremse lösen. Und Leistung können wir aufschalten. So klingt der Zug von außen. Wir hören uns das einfach mal zusammen an. Ich würde sagen, wir können auch noch mal ein Foto zusammen machen. Also vielleicht einmal hier so. Und können uns dabei gleichzeitig das Modell noch ein bisschen angucken von außen. Also herausgeben von Just Trains. Das erste DLC von Just Trains, einem Third-Party-Studio aus UK. Also können wir, glaube ich, weiterhin vor allen Dingen britische DLCs erwarten. So, einmal. So.
Genau, ich habe mal ein paar Fotos gemacht. Joa, ne, also sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Einen Zug an der richtigen Stelle zu stoppen, ist die größte Kunst eines Lokführers. Es kann ein paar Versuche brauchen, bis es richtig klappt. Joa. Je nach Geschwindigkeit des Zuges sollten Sie zwischen einer halben und einer Meile vor dem Bahnhof mit dem Bremsen beginnen. Okay, wenn du das sagst, hier Scheiben, Sonnenblende, natürlich hoch und runter. Wir hören hier richtig schön den Dieselmotor arbeiten. Ehrlich. Versuchen Sie nicht schneller als 25 Meilen pro Stunde zu fahren, wenn der Zug den Bahnsteig erreicht. Halten Sie dann irgendwo auf der Strecke an. Auf der Strecke? Warum soll ich denn irgendwo auf der Strecke anhalten? So, wie viel haben wir noch? 400 Meter? Ja. Ein bisschen beschleunigt. Und jetzt können wir mal anhalten. So, Bremse rein. Wir werden schon langsamer. Ich löse nochmal aus. Und bremse noch einmal jetzt rein. Hier ist der Bahnsteig. Wir haben eine dreistufige Bremse. Also haben drei Bremsstufen und die Notbremse. So. Noch ein Stück. Oh, das klingt doch so gut. Herrlich. Also schöne, schöne Sounds. Keine Ahnung, ob sie original sind, aber also ob sie halt wirklich akkurat sind. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, ehrlicherweise, dass sie akkurat sind. Hier ist das AWS. Können wir anmachen. Aber bringt uns natürlich nichts, weil auf der Strecke kein AWS verbaut ist. Das Zusteigen ist abgeschlossen. Verriegeln Sie die Türen. So. Auf geht's und wir halten gleich wieder. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Entriegeln? Nee. Nochmal schön herangeflogen. An den See hier. Das ist doch ein hübsches Bild. Einmal hier den Schwerpunkt angepasst. Sehr schön. Huch. Und dann 700 Meter, ja, das passt. Dann können wir noch mal ein bisschen beschleunigen. Ich weiß gar nicht, vor Max sind 75 Meilen pro Stunde. Kaum zu fassen, dass diese Kiste überhaupt 75 Meilen schafft. Das sind ja was denn, 120 oder 130 km/h oder so? So, wir bremsen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Gehen wir mal direkt in die dritte Bremsstufe rein. Ja, also die Bremsen sind unglaublich gut. Sehr, sehr gute Bremseigenschaften. Und wir halten an. So. Tür auf. Herrlich. Also es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit diesem Zug hier rumzufahren. Klar, ne? Ist halt UK. Ist natürlich immer so ein bisschen
Verstehe ich voll, wenn man sich selbst nur für deutschen Content interessiert, dass das jetzt nicht unbedingt sofort oberste Priorität hat. Aber es macht Spaß. So viel kann ich euch definitiv erzählen. Super. Fahren Sie auf dem Rundkurs weiter und üben Sie die nächste Station, bevor Sie dieses Trainingsmodul abschließen. Jawohl, ich drehe jetzt noch meine. Ach so, nee, doch nicht. Ich dachte, ich kann jetzt sagen, ich drehe jetzt hier noch meine Runden. Aber gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.